Jo, ich bin Erika, ich bin hier bei Diffus und das sind meine Top 5 Serien. Also Nummer 5 ist für mich Mindhunter. Ich habe angefangen, das anzuschauen, dachte mir auch, ja, es ist jetzt halt wieder irgendwie so eine Crime-Serie, aber mit der Zeit, mit jeder Folge wurde sie dann irgendwie spannender und dann bin ich auch voll dran geblieben, fand es mega geil, ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man auf diesen Style steht. Nummer 4 ist für mich Hannibal. Da fand ich tatsächlich zwar die dritte Staffel nicht mehr so nice, aber ich bin halt ein krasser Fan von Mads Mikkelsen, von ihm als Schauspieler. Er ist richtig krass und ich fand die komplette Serie super nice, wie alles dargestellt worden ist, wie er geschauspielert hat oder wie der ganze Vibe von der Serie war, fand ich richtig gut, hat mich richtig mit reingezogen. Nummer 3, Stranger Things. Bin ein richtig krasser Fan von 80s Sound, von diesem ganzen Synthie Sound so und von dem ganzen Vibe. Und ich habe mir am Anfang ein bisschen schwer getan mit der Serie. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und habe dann einfach nicht weitergeschaut. Und dann habe ich halt bei allen gemerkt, so, da ist ein richtig krasser Hype am Start. Normalerweise bin ich immer so, nee, wenn das alle anderen hypen, schaue ich mir das erst gar nicht an, sondern schaue es mir viel später an. Aber da war ich dann doch so auf dem Trichter, dass ich halt auch Bock hatte, mir das reinzuziehen. Dann habe ich es mir komplett angeschaut und war auch richtig geflasht davon. Nummer 2, The End of the Fucking World, ist zwar nur eine ganz kurze Serie, wo mir irgend so ein Instagram-Kid kurz vor der letzten Folge gespoilert hat, was passiert. Danke an dich auf jeden Fall. Also man sollte auf jeden Fall keine Insta-Stories von Serien machen und dann Antworten von Fans anschauen. So, das ist natürlich ein fataler Fehler. Aber da fand ich die beiden super gut, die das gespielt haben. Fand die Bilder mega nice. Geile Story, hat mich auch auf jeden Fall geflasht. Nummer 1 ist für mich Peaky Blinders, auch wenn die Serie schon länger am Start ist und die jetzt nicht mehr so neu und gehypt ist. Aber fand ich die krasseste Serie. Ich habe nach dieser Serie habe ich mir einen Whisky zum ersten Mal gekauft und habe jetzt nicht immer so genussmäßig genippt, sondern habe auch immer gleich geäxt. Habe eine ganze Flasche Whisky getrunken. Ich finde den Style super geil. Die ganze Serie hat mich echt richtig krass überzeugt. Habe ich abgefeiert. Ist für mich bis jetzt die beste Serie, die ich je gesehen habe.